Hi Leute, wir sind hier bei Flatout 1 und ja, das ist die Wiederaufnahme meines Flatout 1 Programms, Let's Plays. Wie komme ich denn jetzt auf Programm? Ja, das ist jetzt das Intro. Ich hoffe mal, das nimmt der Intro mit aufnimmt. Das, ja, gibt, macht manchmal Probleme. Ja, YouTube hat jetzt das Ganze hier erkannt, also den Song, und daher musste ich das jetzt nachvertonen. Ja, meine älteren Videos kriegen auch andauernd Meldungen jetzt mittlerweile, dass sie wieder Songs gefunden haben bei mir. Ist leicht nervig, aber naja, was kann man gegen machen? Ja, ich werde einfach in Zukunft darauf achten, dass ich den Ton dann leiser mache. Jetzt werde ich dann gleich auch die Musik wieder leiser machen. Aber erstmal ist eben der Name dran, den ich da eintragen muss. Und ja. Na gut, steigen wir jetzt ein hier, die Musik ein bisschen leiser machen, dann sollte das gehen. Ja, neues Profil erstellen, Spieler. Okay. Löschen. Wo haben wir denn das? Warte mal. Gott, die haben das in der richtigen Reihenfolge gemacht. Da. S. H. Okay. Der wird schon das Schreiben eine Herausforderung. Und Reden und Schreiben ist natürlich auch recht schwierig. M. Und Shinigam. Dann mache ich das einfach mal so. Haben wir eigentlich. Nö, Akzente brauchen wir nicht. Gut, also nenne ich mich diesmal Shini, aber ihr wisst ja. Ja, der Unterschied ist jedoch sehr groß. Das erkennt man allein an der Brust, dass da ein Unterschied ist. Aber ich mache mal auch männlich. Um spannend zu halten, nehme ich einfach mal Profi. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier nochmal was Zeitrennen, schnelles Rennen. Zeitrennen war was anderes, schnelles Rennen auch. Keine Idee. Damit fangen wir natürlich jetzt erstmal an. So, was haben wir denn? Fangen wir einfach mal von hinten jetzt an. Leistung 100. 34 pH und 1500 Kilo, 130 und 1200, 124 und 1200, 112 und 900 und 117 auf 700 Kilo. Da ist schon immer ein Fan von kaputt machen und so weiter bin. So, dann nehme ich erstmal die Farbe. Automatik. Manuell kann ich zwar mittlerweile auch, ist aber nicht so toll. Gut. Klar geht es jetzt gerade zum Rennen. Bronze. Und dann. Verdammt, ist schon ein bisschen später. Wir haben jetzt halb 10. Naja, ist ja auch egal. Also, dann fangen wir an mit dem Rennen. Und, ich habe noch gar nichts. Mal sehen, geht das gerade. Soundoptionen. Lautstärke, Musik. Die drehe ich mal zurück. Lautstärke-Effekte kann ich noch ein bisschen hoch machen. Nee. Warte. So. So dürfte es besser hinhauen. Ja, das ist doch schon angenehmer. Also zumindest für mich jetzt an den Kopfhörern ist das jetzt angenehmer. Ja. Ich habe das echt wirklich gerade erst wieder installiert und vorher gar nicht gespielt. Von daher müsst ihr mir jetzt mal verzeihen, wenn ich da ein bisschen rumeier. Ist natürlich jetzt auch eine im Vergleich zu anderen Rennspielen eine recht komische Sicht und die Fahrweise ist natürlich auch recht eigen dadurch, dass das eben Derby-Cars sind und nicht ganz normale Straßenrennen sind.
Von daher, naja. Auf jeden Fall, im Moment läuft es ganz gut. Zweiter, ich denke mal, da werde ich mich nicht beschweren. Radvolles Nitro. Das kann man... Oh, verdammt. Ja, das hatte ich irgendwie erwartet. Aber was soll's? Hey, kannst du mal von meiner Distanz weggehen? Das würde ich dir sehr danken. Naja, immerhin habe ich 3 Runden. Ich bin ja noch in der ersten. Das Problem ist, man hüpft hier recht leicht. Das hatte ich ja schon die letzten Male. Da kann man sich immer wieder drüber beschweren. So, jetzt erstmal die Motorhaube ab. Das Feld ist noch recht dicht zusammen. Der erste dürfte noch nicht allzu weit kommen. Wenn ich mich jetzt nicht nicht allzu blöd anstelle, werde ich hier auch noch zumindest mal einen Podiumsplatz erreichen. Na, vierter. Immer mal ein Wechsel. Na, komm schon. So, also, ja, was mir auffällt, was mich auch wirklich, wirklich wundert, die Grafik konnte ich umstellen auf meine Bildschirmgröße, was bedeutet auf 1300, noch was auf 1080 und das ist, finde ich, echt klasse, dass das bei so einem alten Spiel, weil das Spiel ist ja jetzt schon wirklich nicht mehr das Jüngste, dass man das hier sogar noch einstellen kann und die Grafik unglaublicherweise auch noch gestochen scharf ist. Ich weiß nicht, wie die das damals geschafft haben, das Spiel so hochauflösend hinzubekommen. Ich meine, natürlich, man sieht an den weißen Linien am Rand hinten, wenn die so am Bildschirm ran sind, also wenn man so flach da drauf guckt, dass sie so ein bisschen zucken und so weiter, aber das ist ja, das finde ich eigentlich gar nicht jetzt schlimm, vor allem bei dem Alter vom Spiel. Ich wiederhole mich irgendwie. Auf jeden Fall genial, dass sie es mit der Grafik so hinbekommen haben. Bedeutet auch, ihr bekommt das in der entsprechenden Qualität, wenn ihr dann das wollt, in 1440p, soweit ich das weiß. Hat mich selbst gewundert, dass ich so hoch gekommen bin, aber das liegt an meinem großen Bildschirm, dass das so auch aufgenommen werden kann. Und boah. Mein Verfolger ist gerade hinten an mir dran und ich krieg gerade kein Nitro mehr, woran das auch immer liegen mag, aber es sieht so aus, als würde ich Erster werden, wenn ich jetzt nicht noch was verbocke, aber ja, ich bin noch Erster geworden und ja, jetzt können wir ja gucken, die anderen, die brauchen alle noch ein bisschen. Ja gut, auf jeden Fall. Ja gut, hier, das ist eine geniale Funktion eigentlich, sich das Rennen nochmal anzugucken. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir haben ja noch ein paar Rennen vor uns, das können wir dann später machen. First Place, gleich 1000 Euro freigeschaltet. Das ist natürlich richtig genial. Beim Autohändler kommen wir dann im Moment leider nur bis zu dem hier. Deswegen gehe ich gerade ins Tuning rein. Was ich unbedingt brauche, ist Reifen. Moment, ich kann ja direkt... die muss man ja Stück für Stück kaufen. Das war das mit dem Stück für Stück kaufen. Die war schon wieder zu teuer. Chassis brauche ich noch. Aufhängung, da kann man natürlich auch ein bisschen Kohle reinstecken. Auspuff, den kriege ich im Moment nicht. Kriege ich einen Krümmer? Nein, den kriege ich auch nicht. Das ist alles noch zu teuer. Alles noch zu teuer für das. Jetzt habe ich zweite Stufe Reifen und erste Stufe Dingens, Kirchen, Aufhängung.